bin jetzt mehr durch Zufall drauf gekommen, weil ich im Internet gesehen habe, es gibt Reisen zu allen möglichen mystischen Orten und unter anderem auch nach Indien. Zu den Palmblattbibliotheken. Und weil ich da mal ein Buch drüber gelesen habe, dachte ich, das ist spannend da. Das gucke ich mir gerne an. Alles, was jemals war, was ist und was jemals sein wird, das ist dort bereits gespeichert. Und zu dieser Akasha-Chronik hatten die Rishis offensichtlich Zugriff. Sie haben da sehr viele Ereignisse vorausgesehen, nicht nur die Schicksale von einzelnen Menschen, sondern auch globale Vorhersagen, globale Entwicklung, die sie beschrieben haben. Und sie haben aus dieser spirituellen Position heraus die Lebensläufe von, man kann sagen, mehreren Millionen Menschen gesehen, die sie dann zunächst auf sehr dauerhaftes Material niederschrieben. Und zwar auf Tafeln aus Stein und aus Edelmetall. Später hat man von dieser Urbibliothek oder Zentralbibliothek, wenn wir davon ausgehen wollen, 12 Abschriften angefertigt, auf dem damals üblichen Material, auf dem geschrieben wurde. Und das sind die getrockneten Blätter der Lontar oder Stechpalme. Und diese Abschriften wurden dann an 12 verschiedenen Orten in ganz Indien verteilt. Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass ich hier mal sein werde oder mal so eine Erfahrung machen werde. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich hier bin, weil im letzten Jahr bei mir viel passiert ist. Und ich möchte einfach den Grund dafür wissen, also hinterfragen, vor allem was meine Bestimmung auch ist, weil ich denke, dass das, was ich bisher gemacht habe, dass das noch nicht alles ist. என்பான் 9.91 வரை ஆயுள்காரகன் உண்டு உடல் வியாதி. Es sind Informationen für bestimmte Menschen, die in bestimmten Lebenssituationen Antworten suchen. Und diese Antworten werden ihnen auf diese Weise zur Verfügung gestellt, auf dass sie in ihrem Leben die Aufgabe, die jedes Wesen in seinem Leben zu erfüllen hat, dass sie diese Aufgabe möglichst umfassend, möglichst gut erfüllen können. Ist schon irgendwo ein Päckchen, was man jetzt mit heimnimmt, weil man in gewisser Art und Weise jetzt weiß, wohin einen der Weg führt. Also ungefähr grobe Richtung. Aber auch durch diese konkreten Aussagen, ja, man ist gespannt, ob das wirklich so kommt. Aus meiner Sicht beginnt die wirkliche Arbeit erst dann, wenn man mit dieser neuen Information zurück nach Hause, nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Österreich kommt und dann wieder in seiner gewohnten Umgebung ist. Dann stellt man auch nach einer relativ kurzen Reise, also nach 9 oder 10 Tagen, stellt man fest, dass sich doch viel verändert hat. Auch die Veränderungen sind in einem selbst begründet. Das Umfeld zu Hause, das hat sich nicht verändert. Das ist noch so, wie man es verlassen hat. Aber man sieht viele Dinge anders und dann beginnt eigentlich der Prozess, der zu einer weiteren Entwicklung führt.